Wir haben aber auch deutlich gemacht im Laufe der Jahre, dass wir uns von dieser Sorte Leute voll distanzieren und wir auch nicht haben wollen, dass die auf unsere Konzerte kommen. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber im Endeffekt jetzt ist es eine Familie mit guten Leuten. Da stehen Punks, da stehen Skins, Oi-Skins, keine politischen, Normalos, alte, junge Mädchen, eine riesen Gemeinschaft, ja, auch Türken, Ausländer, es sind so viel bei uns auf unseren Konzerten und genauso wollten wir das eigentlich immer haben und so ist es jetzt und das haben wir erreicht und das ist ein schönes Ding zum Ende, dass wir das noch erreicht haben.